Vor mir steht der Trainer von dem SV Windhagen, Herr van Eckeren. Herr van Eckeren, es war natürlich heute eine böse Schlappe gegen die SG Hochwald. Allerdings, die erste Halbzeit war ausgeglichen. Wie sahen Sie das Spiel? Ja, also die erste Halbzeit habe ich auch vollkommen ausgeglichen gesehen. Letztendlich hat der Gegner aus zwei Eckbällen zwei Tore gemacht. Tragisch, dass der kleinste Spieler auf dem Feld beide Tore macht nach einer Standard. Das haben wir natürlich dann wirklich fahrlässig verteidigt, das muss man ganz klar sagen. Wir hatten ebenfalls zwei gute Torchancen. Haben auch in der Halbzeit dann eigentlich noch dran geglaubt, dass gegebenenfalls was geht. Dass es schwer wird, war uns klar. Aber wir haben schon gedacht, dass eventuell noch was geht. Aber die zweite Halbzeit, das muss man dann auch ganz klar sagen, das hatte dann mit Rheinland-Liga-Fußball letztendlich dann auch nichts mehr zu tun. Da haben wir uns nachher dann auch abschlachten lassen und da waren wir körperlich scheinbar nicht mehr dazu in der Lage, uns da so zu wehren, wie es sich hätte gehört. Und ja, dann haben wir natürlich eine mehr als deftige, aber dann aufgrund der zweiten Halbzeit auch irgendwo in der Höhe verdiente Niederlage kassiert. Das muss man dann sagen, ja. Ja, okay. Und die nächste Woche geht's nach Ahrweiler. Das ist ein Derby zu Hause. Ja. Was rechnen Sie sich aus? Kann ich jetzt im Moment noch gar nichts zu sagen. Also ich bin jetzt erstmal natürlich irgendwo noch, das Spiel, das steckt mir in den Knochen. Und dann Ahrweiler habe ich jetzt ehrlich gesagt noch keinen Gedanken verschwendet und sehe ich mich auch im Moment nicht dazu in der Lage, muss ich sagen. Da befasse ich mich ab Dienstag mit. Ne? Aber heute bin ich ehrlich noch, habe ich noch lange genug damit zu tun, das Spiel zu verarbeiten. Okay, Herr van Eckeren, trotz alledem, wir wünschen Ihnen trotzdem viel Erfolg. Lass den Kopf nicht hängen, es wird eine lange Saison werden. Bleiben Sie fröhlich und gesund. Dankeschön, vielen Dank.